Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Charles Dawson hat den Drohbrief geschrieben, das war ja schnell klar. Aber für den Datenklau fehlt ihm das Know-how. Außerdem hat er doch wieder einen gut bezahlten Job, da ist kein Motiv mehr. Ich fange wieder von Null an. Wie weit ist wohl Watson? Im Internet gibt es doch alles. Leute, die denken, sie bleiben immer anonym und dort alles ausplaudern. Menschen, die sich auf ihren Profilen darstellen und verkaufen. Was Watson da wohl schon alles gesehen und gelesen und rausgefunden hat? Und ich? Ich komme mir vor wie in einer Sackgasse. Was nützen mir denn eindeutige Aussagen und Verdächtige, wenn ich sie nicht erreiche? Die Nummern sind alle nicht erreichbar oder nicht vergeben. Wahrscheinlich wurden die falsch reingestellt oder die Profile sind zu alt. Im Netz haben die Leute echt keine Scham und schreiben alles, was ihnen passt. Ist ja einfach, im Mantel der Anonymität. Bis ich da an die IP-Adressen komme über die Seitenbetreiber, das dauert ja eine Ewigkeit. Draußen schaut man den Leuten wirklich in die Augen und kann sie von Angesicht zu Angesicht in die Mangel nehmen. So wie es Holmes bestimmt gerade macht und die Wahrheit herauskitzelt. Und ich hocke hier